Das ist unser Laserraum an unserem Standort in Issum von DM Toys. 10 Maschinen laufen hier unermüdlich von früh bis spät. Hier warten zahlreiche Bögen von Architekturkarton darauf, verwandelt zu werden. In vielen verschiedenen Farben, unterschiedlichen Materialstärken, glatt oder geprägt. Bedient werden die Maschinen von Thomas. Er legt die Bögen ein und bestimmt, was produziert werden soll. Der Befehl für den Laser kommt dabei aus dem Computer. Die Kollegen aus der Konstruktionsabteilung haben dafür jedes Bauteil einzeln bestimmt, wie schnell und stark der Laser agieren soll. Denn mit dem Lasercut-Verfahren kann nicht nur durchgeschnitten werden, sondern auch nur angeschnitten oder so wie hier die Oberfläche graviert werden. Wow, das ist rasant! Und so viel Leistung kann man nicht nur sehen, sondern manchmal auch riechen, wenn ihr zum Beispiel einen frischen Bausatz neu aufmacht. Aber dieser Geruch verflüchtigt sich ganz schnell von alleine. Hier muss allerdings etwas nachgeholfen werden. Wie lange so ein Laser läuft, ist ganz davon abhängig, wie viel er denn eigentlich schneiden oder gravieren muss. Das kann manchmal 10 Minuten dauern, aber auch bis zu mehrere Stunden. Und so ist Thomas den ganzen Tag damit beschäftigt, am Computer rauszufinden, welche Teile und welche Bausätze im Lager so langsam leer laufen, damit ihr schnell wieder Nachschub habt. Und sobald alles ausgeschnitten ist, geht das ganze Päckchen weiter an die nächste Abteilung, Verpackung und Versand. Und was mit dem Lasercut-Verfahren alles möglich ist, wenn man die Maschine richtig einzusetzen weiß und ihre Eigenschaften voll ausnutzt, das könnt ihr an unserem umfangreichen Sortiment sehen.